Hey Leute, herzlich willkommen zum zweiten Teil von Angriff der Klonkrieger. Wir sind gerade in Mos Espa auf Tatooine und ja, wir suchen gerade nach Anakins, nach Watto, um ihn über Anakins Mutter auszufragen. Wer ist da? Hände weg von meinen Waren! Es sei denn, ihr wollt dafür bezahlen. Annie? Der kleine Annie? Der kleine Annie? Na, du bist aber in die Höhe geschossen. Und ein Jedi. Kaum zu fassen. Meine Mutter, wo ist sie? Schmee? Ich habe sie verkauft. Vor Jahren schon. An einen Feuchtfarmer namens Lance. Geschäft ist Geschäft. Wo ist ihre Farm? Oh, ein gutes Stück weg von hier. Geht raus in die Wüste und sucht nach Wasserdampf-Evaporatoren. Oha. Ihr findet sie schon. Gut, weiter geht's. Und wieder zurück. Den ganzen Weg im Grunde umsonst gelaufen. Ups, falscher Knopf. Wollt ihr irgendwo anders hin? Wir besorgen euch sofort eine Transportmöglichkeit. Alles bereit. Gute Fahrt. Dankeschön. Ja, das ist die Wüste von Tatooine. Woran habt ihr das erkannt? Am Sand? Das war der Sand, oder? Ah, ja. Wenn die anderen Druiden in der Werkstatt von Meister Owen sitzen und darauf warten wollen, dass das Ölbad sich von selbst repariert, sollen sie doch. Ich bin jedoch nicht so naiv. Und nun entschuldigt mich. Was für ein Schlamassel. Dieser Sand gelangt wirklich über. Da hast du recht. Ja. Der Hersteller, Owen Meister Ren. Ich wusste, ihr würdet zu Owen Lars. Ist meine Mutter hier? Nein, Schmee ist meine Frau. Sie war schon halb zu Hause, als sie entführt wurde. Eine Horde Taskenräuber. Wo willst du hin? Meine Mutter suchen. Ah, ja. Möglicherweise gefällt dir nicht, was du dort vorfindest. Wir haben ein rüstiges C3PO-Protokoll drüben. Meister Anakin, denke wirklich, ihr solltet... Los, 3PO, du kommst mit mir. Oh, nee. Ich spüre etwas. Hier lang. Meine Mutter ist hier. Irgendwo. Ups, Entschuldigung. Ist aber nicht weit weg. Okay. Ich habe sie getötet. Warum konnte ich sie nicht retten? Ja. Anakin, mein Langstreckentransmitter ist ausgefallen. Leite diese Nachricht weiter nach Coruscant. Ich habe den Kopf der Sepeljumper verfolgt. Zunächst zu einer gewaltigen Kloneinrichtung auf Kamino, dann zu den Druidengießereien auf Ionotis. Ah, okay. Ich stelle dort eine Druidenarmee zusammen. Warte. Anakin, bleib wo du bist. Beschütze die Senatoren, koste es, was es wolle. Wir werden uns um Count Dooku kümmern. Sie werden nicht rechtzeitig dort sein, um ihn zu retten. Ich werde Obi-Wan helfen. Wenn du vorhast, mich zu beschützen, wirst du mich begleiten müssen. Padme, du hast Meister Wind.
Ach je. Das ist wieder Mars. Der Ort hier. So Leute, wir sind inzwischen auf Tatooine gelandet und naja, ja, inzwischen auf Tatooine gelandet. Und welcher, und Anakin, erzähl mir mal, welcher Sand ist schlimmer, der hier oder der auf Tatooine? Mich hier in einen Krieg hineinziehen zu lassen. Vielleicht kann ich ja eine diplomatische Lösung finden. Halt. Das also nennst du eine diplomatische Lösung? Das nenne ich aggressive Verhandlungen. Ja. Diese Förderbänder bringen uns bestimmt in Sicherheit. Nun, da geht auch dieser Plan dahin. Möchtet ihr hier nochmals verhandeln? Mit Vergnügen. Ich bin auf dem Weg, Annie. Okay, nach langem habe ich herausgefunden, dass man bauen sollte. Nicht, dass man mit der Zoo versuchen sollte, rüberzufliegen. Ich fürchte, wir sind nicht darauf programmiert, Systeme wie dieses zu verwenden. Komm mit, R2. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Energiezellen aufzuladen. Diesmal war das gar nicht so schwer. Meister Anakin, ihr müsst die letzte Zelle laden. Anakin, kannst du die Ladung zwischen den Zellen übertragen? Was ist das jetzt? Spektakulär, aber ja.
warum konnte Obi-Wan nicht an einem sicheren und ruhigen Ort verschwinden? Das wäre ja langweilig, wäre es ein ruhiger und sicherer Ort. Dieses Werk ist riesig. Dokus Polizenarmee muss rasend schnell wachsen. Das stimmt wohl. Arbeitet der hier? Hey, ich will mit eurem Vorgesetzten sprechen. Von hier aus kriegen wir das nicht wieder zum Laufen. R2, bist du noch da, Kumpel? Warum sprichst du denn? Maschinen erschaffen Maschinen. Wie kommt das? Ah ja, was denn nicht so alles pervers findet. Ah. Okay, oder auch nicht. Ne? Gib mir das Minikit. Oh. Ach so. Warum falle ich denn hier die ganze Zeit runter? Klarer Fall für R2. Sieh mal, wir können das Band für Meister Anakin und Miss Padme wieder einschalten. Muss ja so da schon wieder ran, dass das eine Protokolldrüsen-Sache. Ja, ein Protokoll. Okay. Woher hast du noch immer alle diese Ideen? Langsam habe ich den Bogen raus. Okay. Der braucht eine neue Energiezelle. Obi-Wan ist in ernster Gefahr. Wir müssen weiter durch die Fabrik. Anakin, kannst du mich nach da oben befördern? Zum Brennofen sollten wir ausweichen. Da kommt die legendäre Weisheit der Jedi zum Vorschein. Richtig, bitte, ich würde dich gerne mit der Macht anheben, ja? Ah, so soll das funktionieren. Und jetzt soll ich dich auch noch nachholen. Ich denke, dieses Loch sollte groß genug sein.
gerade Pause? Diese Fabrik sollte geschlossen werden. Nichts entspricht hier den Vorschriften. Natürlich nicht. Oh, hi. Na, euch habe ich auch schon. Oh, jetzt. Oh, vertrauenserweckend. Nein! Loslassen! Es kommt mich! Oh ja. Ah, ja. Bringt sie fort. Mixe schlagen vor. Mit Notstandsmaßnahmen bevollmächtigen den obersten Kanzler. Das heißt nicht Kanzler, es heißt Kanzler. Er sagt nicht Kanzler, er sagt Kanzler. Separatisten abzuwehren. Ich versuche mit allen verfügbaren Jedi, Obi-Wan auf Geonosis zu helfen. Suchen, ich werde die Klone auf Kamino. Also Leute, damit, das war es damit mit dem zweiten, mit dem dritten Teil von, zweiten Teil von Lego Star Wars, der Skywalker Saga, die Angriff der Klone. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal.